Ist das die Smartphone-Zukunft? Das werden wir heute einmal rausfinden und betrachten hier das neue Foldable von Huawei, das Mate XS 2. Ja, liebe Freunde der gepflegten Technikunterhaltung, wir haben hier auf dem Tisch das Huawei Mate XS 2 und das haben wir ruckzuck schon für euch ausgepackt und natürlich auch im ersten Praxistest gecheckt. Das wollen wir euch heute einmal näher bringen. Und das Gerät, das hat damals schon vor einigen Jahren, als wir quasi die erste Version in der Hand hatten, einen gewissen Wow-Effekt erzeugt. Und der ist nicht ausgeblieben, jetzt auch beim zweiten Mal in die Hand nehmen. Denn Huawei macht es etwas anderes als die Mitbewerber und faltet das Außendisplay einmal ums Gehäuse rum. Und so dass quasi das linke Display, was man gleich aufklappen könnte, die Außenseite ist. Und hier hat man jetzt noch einen Steg, wo dann die Kameras sitzen, den Öffnungs- und Verschlussmechanismus und im Rahmen finden wir einen Powerknopf mit Fingerprintsensor und eine Lautstärkewippe und das war's dann auch schon. Ist das Foldable geschlossen, also jetzt so hier bei mir in der Hand, wie es jetzt ist, dann blicken wir auf eine Diagonale von 6,8 Zoll. Und das ist selbst für ein normales Top-Smartphone schon echt der oberste Liga. Also hier lässt sich das Gerät wirklich auch schon super gut nutzen für alle möglichen Aufgaben, die ihr euch denken könnt. Top. Und Huawei macht hier auch designtechnisch mal wieder etwas Besonderes. Wir haben ja hier diese Displaybiegung auf der einen Seite und diese Displaybiegung führt Huawei auf der anderen Seite bei dem Rahmen weiter. Also ja, das Gerät ist richtig schön geschwungen und liegt deswegen super, super gut in der Hand. Das Mate XS 2 ist also ein richtiger Handschmeichler und es wiegt nur 255 Gramm. Und das wäre jetzt für ein normales Top-Smartphone schon etwas schwergewichtig, aber im Vergleich zu der Foldable-Konkurrenz ist das Mate XS 2 hier eigentlich schon ein Leichtgewicht. Wenn man jetzt mal schaut, das Samsung Z Fold 3, das wiegt satte 271 Gramm und das merkt man auch tatsächlich in der Hand, dass das hier relativ leicht ist für ein Foldable. Wie macht Huawei das? Ganz einfach, Huawei verzichtet quasi fast komplett auf Glas. Natürlich ist der Rahmen aus Metall, setzt aber für die Rückseite statt Glas leichtes Fiberglas ein. Also schon irgendwie Glas, aber halt doch irgendwie nicht. Ja, und apropos Fiberglas, die Rückseite, die schauen wir uns jetzt mal an. Und die wahre Magie, die entfaltet sich im wahrsten Sinne. Wenn wir jetzt hier auf diesen Knopf drücken, dann springt das Display so ein Stück heraus. Und wir können das mit einer leichten Kraftaufwendung hier dann knicken. Und wenn es jetzt einmal aufgefaltet ist, dann ist das Teil wirklich bombenfest. Es fühlt sich richtig stabil an. Da wackelt nichts, da knarzt nichts. Also das hat Huawei wirklich super gut gelöst. Und hier sieht man jetzt das Fiberglas. Das ist so eine leichte, rifflige Struktur, die auch super in der Hand liegt. Und das Gerät liegt auch super in der Hand, weil quasi diese Leiste, wo jetzt auch die Kameras drin sitzen, quasi als Griffmulde dient, wenn wir das Ganze einmal umdrehen. Und ja, hier ist jetzt der Wow-Effekt. Wir blicken hier auf eine Diagonale von 7,8 Zoll, also wirklich riesig, gigantisch. Und das Tolle daran ist, dass das ganze OLED-Display auch eine schnelle Bildwiederholrate hat von 120 Hertz. Also da läuft wirklich alles super flüssig drauf. Wir können jetzt mal hier eine Website öffnen, wenn wir sie dann finden. Also beim Lesen, beim Scrollen durchs Netz ist alles super flüssig und smooth und macht natürlich auch beim Gaming Spaß. Ja, insgesamt ist die Displayqualität wirklich hervorragend. Da haben wir eine sehr gute Blickwinkelstabilität zu allen Seiten. Das Display lässt sich auch draußen sehr gut ablesen, da wir hier eine maximale Helligkeit von 740 Candela haben. Das ist ordentlich, muss ich sagen. Jetzt fragt sich natürlich der eine oder andere, wenn ich das Display jetzt so knicke und die ganze Zeit hier auf dem Tisch liegen habe, benutze oder auch in der Tasche stecken habe, dann wird das ja schlussendlich unweigerlich irgendwann auf der Rückseite verkratzen. Und dem können wir natürlich nicht widersprechen. Irgendwann ist es wahrscheinlich der Fall, dass hier irgendwo mal der ein oder andere Kratzer drin ist oder die ein oder andere Delle. Jetzt im Testzeitraum, die letzten Wochen, hat sich da wirklich
nicht viel getan. Also das Display sieht immer noch 1A aus. Huawei hat hier so eine Anti-Fingerprint-Beschichtung drauf. Das heißt, es verschmiert auch nicht so super easy. Und ja, also wir haben jetzt hier keine Kratzer drauf gesammelt, glaube ich. Gehen natürlich auch immer pfleglich mit den Testgeräten um. Aber natürlich wird das irgendwann Kratzer sammeln. Huawei legt eine Hülle dabei. Sekunde. Stopp. Andersrum. Und die funktioniert halt natürlich eher so im geschlossenen Zustand. Das heißt, wenn man das Gerät jetzt als normales Phone nutzt, dann kann hier nichts zerkratzen. Und dann kann man das hier so ein bisschen komisch so aufmachen und dann die Taste drücken und dann das Ding öffnen. Da hat man zwar hier so ein Gebamsel und Gebimsel, so eine, diese Flappe, aber ja. Trotzdem eine Möglichkeit, wenn man das Ding jetzt halt im zugeklappten Zustand nutzen möchte, das Display auf der anderen Seite zu schützen. Ja, Leistung hat das Gerät zu Genüge. Hier ist der Qualcomm Snapdragon 888 verbaut mit 8 GB RAM. Tatsache. Mag das ein Zeichen sein? Man weiß es nicht. Ja, jedenfalls genügend Leistung. Einziges Manko, es gibt ja immer noch das Embargo gegen Huawei. Das heißt, das Gerät ist nicht 5G-fähig. Und dem Gerät fehlen natürlich auch die Google-Dienste. Ich kann jetzt hier keinen Google Play Store installieren, keinen Google Maps, kein Gmail und so weiter und so fort. Das Ganze ist aber natürlich über den Browser verfügbar. Und über die App Gallery kann ich mir halt wirklich auch die meisten anderen Apps oder fast alle Apps runterladen über APKs. Sei es jetzt hier Prime Video, irgendwelche Spiele, Netflix, Facebook, WhatsApp, vollkommen egal. Geht alles über Huawei's eigenen Play Store, aber die Google-Dienste, die sind nur über den Browser verfügbar. Und wo wir jetzt gerade dabei sind, hier kann man natürlich auf diesem Riesenscreen super Multitasking betreiben, indem man hier einfach dann so ein Fenster öffnet und dann könnten wir uns jetzt einfach noch ein anderes Fenster öffnen. Genau, schwupp. Und schon haben wir hier eine super Multitasking-Geschichte am Start und man kann die Fenster auch easy mit dem Finger aufziehen, kleiner machen, verschieben, tauschen. Also da macht Multitasking und vor allem Medienkonsum wirklich Spaß. Denn man hat natürlich mit dem Tablet beim Filmeschauen, dem Tablet sage ich schon, mit dem Foldable beim Filmeschauen eine riesen Diagonale, eine riesen Displayfläche und in Kombination mit den Stereo-Speakern, die auch trotz des dünnen Rahmens super gut klingen, macht es echt Freunde und Freude, wenn man sich da Netflix, YouTube oder sonst was anschaut. Apropos Medienkonsum, für Fotos, Apps und andere Dateien stehen euch 488 GB Speicher zur Verfügung. Das ist eine Menge. Ich wüsste nicht, was ich damit anfangen soll mit so viel Speicher, aber gut, man hat ihn halt. Kommen wir noch zur Kamera und falten den Falter einfach mal wieder zusammen. Und zwar haben wir hier im Rahmen eine Hauptkamera mit 50 Megapixeln, eine Ultraweitwinkelkamera mit 13 Megapixeln und wir haben hier noch eine Teleoptik mit 8 Megapixeln und einem dreifach optischen Zoom. So, fotoqualitätstechnisch, lasst die Finger von den 50 Megapixeln, knipst lieber im Automatikmodus. Da ist die Fotoqualität gut, nimmt im Dunkeln ein bisschen schneller ab als bei anderen Top-Geräten und kann auch insgesamt nicht mit anderen Top-Geräten mithalten, also schlechter als beispielsweise das Google Pixel 6 Pro. Gleiches gilt auch für die Ultraweitwinkeleinheit, die uns doch einen Tick zu weich geraten ist. Der Zoom macht soweit gute Bilder für die Auflösung. Also insgesamt würden wir der Kamerawertung ein Gut, also die Note Gut vergeben, hat aber trotzdem noch ein bisschen Luft nach oben. Ja, Kamera, da wären wir auch schon, ist mir das Ding fast aus der Hand gerutscht, da wären wir auch schon bei einer interessanten Funktion. Wenn ich jetzt ein Motiv, so wie unseren Konsti hier fotografieren möchte, kann ich den zweiten Screen auf der Rückseite super einbinden und quasi als Sekundärbildschirm, als Sucherbild für den Konsti zur Verfügung stellen. Das ist ein hilfreiches, nützliches Feature und von diesen Features hätten wir uns doch gerne ein bisschen mehr gewünscht, weil wenn ich jetzt hier ein Selfie machen möchte, dann mit, also als gutes Selfie mit der Qualität der Hauptkamera, dann kann ich auf dem Display jetzt nicht die Brennweite verstellen, ich kann den Schärfepunkt nicht setzen, ich kann die Helligkeit nicht verändern. Das ist ein bisschen schade, weil wofür habe ich denn das zweite Display?
Das hätten wir uns einfach gewünscht, wenn jetzt hier ja einfach noch ein paar mehr Kamerafunktionen verfügbar gewesen wären oder auch generell das Display auf der Rückseite einfach noch ein bisschen besser in das System eingebunden wäre. Ja, ich kann jetzt hier auch nicht mal das Ganze als Status-Display nutzen. Also das wäre schon schön gewesen. Ja, und bei so viel Display, da kann man sich ausrechnen, dass der Akku jetzt nicht tagelang hält, aber jetzt auch nicht nur 3 Stunden. Also wenn man jetzt im großen Display jetzt nicht bei voller Helligkeit, sondern so bei mittlerer Helligkeit Videos schaut und ja, Multimedia-Zeug macht, ein bisschen scrollt und so weiter, dann kommt man damit so 7 Stunden durch. Also bei Dauernutzung des großen Displays. Es ergibt sich natürlich so eine Art Nutzungsmix, weil ich nutze wahrscheinlich das Display nicht die ganze Zeit im aufgeklappten Modus, wenn ich es halt hier habe und mal eben schnell was nachgucken möchte, aus der Tasche ziehen, zack, zack, zack. Also ja, wie lange man damit auskommt, hängt also so ziemlich stark vom Nutzungsverhalten ab. Gerade so einen Tag sollte man aber bestimmt schaffen. Schnell geladen wird es aber dann auf jeden Fall mit einem Netzteil mit 66 Watt, das mit in der Verpackung liegt. Also da geht ordentlich Saft rein und das Gerät ist dann auch schnell wieder vollgeladen. Ist das gute Stück jetzt hier die Smartphone-Zukunft, die bei uns auf dem Tisch liegt? Da sind wir ziemlich zwiegespalten, denn auf der einen Seite ist es natürlich super, so ein großes Display zu haben, das ganze Ding halt so entspannt zusammenfalten zu können, aber naja, das Display ist halt schon ziemlich empfindlich und es wird mit der Zeit natürlich auch ein paar Kratzer sammeln, das wird nicht ausbleiben. Und mit 2000 Euro kostet das Gerät natürlich auch eine Stange Geld. Ja, da kriegt man für 1600 Euro schon einen sehr potenten 16 Zoll Laptop. Das hier kostet dann noch ein paar Hunderter mehr. Aber mit der Zeit wird sich das Ganze natürlich auch ins Gegenteil wenden und mit den Jahren werden die Geräte günstiger werden und dann vielleicht auch erschwinglicher für den einen oder anderen. Aber trotzdem, das Gerät ist super stark, es ist ja super designt, es liegt super in der Hand, es ist ein Technologieträger, die neueste, modernste, stärkste Technik, mehr oder weniger. Also wenn du 2000 Euro übrig hast und das modernste Foldable mit dir rumtragen möchtest aktuell, dann greif zu. Ansonsten ja, warten wir vielleicht einfach noch ein paar Jahre und schauen, was sich dann sonst auch preistechnisch noch tun wird. Genau, das wäre es erstmal von uns und dem Mate XS 2. Und falls ihr mehr Infos zur Connectivity, zur Technik, zu Smartphones im Allgemeinen möchtet, dann schaut mal auf www.connect.de vorbei. Schaut auch gerne hier, da haben wir die nächsten Videos für euch verlinkt. Lasst uns gerne ein Abo und ein Like da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, eine schöne Zeit. Ciao.